Ich muss sagen, in Hamburg moderieren die Ärzte besser als bei Sat.1 die Moderatoren. Und also es ist so, ich will mich nicht dazwischen drängen, Sie machen das ausgezeichnet. Und dass inzwischen Finanzsenatoren jünger sind als ich, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ich inzwischen machen muss. Weil früher war das anders. Zwei Sätze nur. Weil natürlich ist, machen sich immer wieder Leute Gedanken, was macht eigentlich der Gottschalk? Eigentlich moderiere ich jetzt nur noch Firmenjubiläen. Und deswegen bin ich da, aber er macht das hervorragend. Ich bin tatsächlich hier ein Fan des Hauses, weil ich, und das ist ja kein Geheimnis, auch Kunde des Hauses geworden bin. Ich bin gerade in der Phase, wo ich die Kameras, die mich aufnehmen, wieder sehe. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Und ich habe diese Kärtchen nicht mehr. Ich bin wirklich freiwillig hier, also ist noch kein Mensch wegen einem dänischen Buffet irgendwo auf eine Party gegangen. Insofern, ich habe mich schockverliebt in diesen Arzt, es war bei mir so, ich erzähle die Geschichte gerne. Ich saß im Flieger und habe da in der Lufthansa so eine Zeitung gesehen, wo sie Werbung für Euroeis gemacht haben. Da habe ich gedacht, das ist ein gut aussehender Arzt, sie haben den von der Apothekenrundschau irgend so ein Model da genommen. Also zu dem gehst du bestimmt nicht. Und dann hat mich jemand angerufen und gesagt, er hat das gemacht. Und ich war gerade für meine Oldie-Show hier. Und ich habe natürlich auch den einen oder anderen Gast kaum noch erkannt, habe ich gesagt. Also gut, ich gehe da mal hin. Und dieser dänische Charme, der haut er natürlich um. Also es ist ja so, du hast eine Linsen und diese Linsen wird also angeblich... die ist ja beweglich und mit 50 hört das so auf und dann kannst du nicht mehr so bewegen. Und shit, da hat er recht. Also auf jeden Fall hat er mir dann die Angst, ich bin relativ angstfrei, also wenn es zumindest um Moderation geht, aber Operation ist was anderes. Aber dann hat er drei so polnische Feen da, die einen da so um... Das Ganze war also richtig, hätte man live übertragen können. Ich habe auch durchmoderiert. Das ist der Vorteil bei dieser Operation, man wird ja nicht betäubt. Das funktioniert bei mir ja ohnehin selten. Und ich habe das also tatsächlich gemacht und bin jetzt heute zur Nachuntersuchung, hat er natürlich in seinem dänischen Charme gesagt, das passe prima, kommst du zur Nachuntersuchung, wir haben nachher so eine schöne Buffet, da kannst du ein bisschen was essen und trinken und so. Und dann mache ich das jetzt gleich. Aber nichts anderes, also falls sich jemand Gedanken macht, warum ich mich hier rumtreibe, ich bin einfach Fan des Hauses und... Sie machen das gut, ich springe sofort wieder auf die Bühne, wenn ich den Eindruck habe, dass es nachlässt. Und wir warten auf die erste Saalwette, bin ich mal gespannt. Leider, ich habe ja gerade gesagt, leider gibt es keine dänischen Showkünstler, die dänische Hitparade hat nur 4 Plätze. Und insofern sind wir relativ sicher. Also. Bitte schön, kommen Sie hier bei mir. Okay. Ja, ich würde die Saalwette gleich in den Raum schmeißen. Wer als erster Brillenträger traut sich heute Abend noch unter den Laser? Achso, ja. Lieber nicht, das wäre natürlich. Er geht erst nach China, er versucht schon mit Stäbchen zu operieren. Das ist der nächste Schritt jetzt. Sehr schön. Okay, vielen Dank. Ich bin weg, du weißt jetzt, wie es geht, okay? Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt gebe ich Gas.